Josef und Maria. Eine sehr berührende, aber auch humorvolle Weihnachtsgeschichte für Erwachsene. Zwei ältere, einsame Menschen, die einander am 24. Dezember an ihrem Arbeitsplatz begegnen, nämlich einem geschlossenen Kaufhaus. Sie Putzfrau, er bei der Objektschutzgesellschaft. Und dieser Weihnachtsabend soll etwas ganz Besonderes für sie werden. Die Geschichte von Josef und Maria hat auch 40 Jahre, nachdem sie geschrieben wurde, nichts an Aktualität verloren. Es geht um Einsamkeit, vor allem Einsamkeit bei älteren Menschen. Es geht um die sozialen Probleme, um die soziale Schere, die immer weiter auseinandergeht. Es geht auch um Generationskonflikt. Aber es geht auch darum, dass man das Lachen und den Humor bei allen Stürmen, die das Leben so bringt, nicht verlieren soll. Das Besondere an Peter Turini und seinen Theaterstücken sind für mich seine Figuren. Sie sind meist vom Schicksal gebeutelt. Sie sind meist aus den unteren Schichten der Gesellschaft, selbstverschuldet hingekommen oder einfach vom Weg abgekommen. Und trotzdem mit all ihren Schattenseiten, oft auch mit der Brutalität dieser Figuren, sind sie immer liebenswert. Er macht es, dass wir die Figuren, egal wie sie sich darstellen, am Ende trotzdem lieben.